So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Need for Speed Underground 2. Ich hatte von der letzten Folge bis zu dieser Folge hier jetzt erstmal eine zweimonatige Pause. Die tat mir auch ziemlich gut, weil zum Schluss hatte ich wirklich die Nase voll. War ein wenig gefrustet. Wir standen direkt durch. Ich habe mich schon mal informiert, wir brauchen noch so in etwa 20 Rennen und ein paar Sponsoren-Events und den Wagen noch ein wenig optisch aufwerten, damit wir weiterkommen in der Karriere. Ziel ist es jetzt, dass ich mir gesteckt habe, strukturiere ja meinen Kanal von den Projekten her etwas um, dass wir dieses Projekt hier jetzt auf jeden Fall noch fertig machen. Und was dann danach kommt, ob noch Most Wanted kommt, 2005 natürlich, oder ein anderes, das sehen wir dann noch. Das sehen wir dann noch in der Zukunft. Gut, was habe ich mir schon gedacht gehabt, was wir zum Anfang machen, nachdem ich ein wenig eine Pause hatte und ich keinerlei Ahnung mehr habe, wie das Spiel funktioniert, so in etwa. Gut, ich weiß es noch so, zu 90% weiß ich schon noch. Habe ich gedacht, wir starten mal mit einem Rundkurs oder einem Sprint. Ein Sprint, ja, machen wir den Sprinter. Das da ist gut. Fahren wir hin, weil die Strecke weiß ich auswendig. Ich kenne mich ja sehr gut in der Stadt aus. Ja, so viel zu dem Thema. Ich kenne mich sehr gut aus. Ne? Haben wir gleich zwei Unfälle gebaut. Kurz nachdem wir gestartet haben. Jawohl. Mann, das ist eine Belegung. Ach ja, dieser da drüben. Habe ich ja umgelegt davor. Vor der Aufnahme habe ich es ja umgelegt, damit es jetzt passen dürfte. Gut. Nichtsdestotrotz hoffe ich jetzt, dass ab dieser Aufnahme jetzt auf jeden Fall auch audiotechnisch alles passen sollte. Da ich jetzt einige Sachen oder ein paar Musik-Sachen ausgestellt habe, weil ich da ein paar Probleme mit hatte und auch die Musik etwas leiser gestellt habe. Nichtsdestotrotz, entschuldigt halt meine Stimme, ich bin etwas neben der Kappe sozusagen. Geben, dass man nicht so viel Speed verliert. Also fürs erste Rennen sieht es da schon mal ziemlich gut aus, sagen wir mal so. Bin nur gespannt, wie das wird. Ich hätte gedacht, das ist schlechter für das erste Rennen nach zwei Monaten. Aber ja, da sieht man mal, unser Wagen ist einfach überlegen bis zum Gehtnichtmehr. Oh nein, das Stadion. Jawohl, da haben wir das jetzt raus schon wieder. Gut, jetzt ja die nächsten Parts heißt erstmal rennen, rennen, rennen. Dann tunen wir mal ein bisschen optisch. Leistungstuning machen wir so und so ja immer wenig. Mal schauen, vielleicht habe ich sogar jetzt ja die nächsten Tage noch Lust. Das Thumbnail von Underground 2 jetzt zu ändern. Mal zu erneuern sozusagen. Die Abkürzung nehmen wir nicht, weil die verkacke ich eh jedes Mal. Man sieht, ich habe immer noch die Texturmods drin. Dass es in 1080p auch noch relativ gut aussieht anzuschauen. Da haben wir es auch schon wieder geschafft. In der Hinsicht gesagt. 300 Rohpunkte, 1200 Geld. Also ich glaube, das reicht erstmal. Wir gehen direkt weiter. Schauen, ob das Spiel abstürzt, weil das stürzt meistens ab. Nein,
Reporter vom Spoiler brauchen Material für einen Artikel. Hol dir den Sieg, dann müsste das für dich klar gehen. Wir haben auch noch ein Spezialevent, das ist hier zu sehen. Das machen wir jetzt aber nicht, das machen wir in einer anderen Folge. Da unten ist ja auch noch eins. Gut, ich hätte gesagt, wir fahren einmal das Rundkursrennen da. Ja, ist eine gute Idee. Ich fahre schon mal dahin, währenddessen kann ich euch erzählen, was so geplant ist. Im Klartext, wie sich so jetzt wahrscheinlich schon anhört, ich habe andere Hardware jetzt, das heißt im Klartext ein neues Mikrofon mir zugelegt. Passt von der Lautstärke her überhaupt. Jetzt dürfte es ziemlich gut passen. Ich muss die Tastenbelegung nochmal ändern. Kann man das da ändern? Spiele? Ach, kann man nicht ändern. Gut, dann lassen wir es jetzt mal so. Das ist ja kein Problem. Gut, ich habe ein neues Mikrofon. Das dürfte sich jetzt wesentlich besser anhören, auf Dauer gesehen. Ich bin auch dabei, meinen Kommentierstil noch etwas zu verfeinern, überarbeiten, wie auch immer. Aber nichts unversucht lassen. Ich kann es natürlich wirklich auch nur verbessern, wenn ich von euch Zuschauern Rückmeldung bekomme, wie es sich anhört in der Hinsicht. Ob man es sich überhaupt anschauen kann, meine Videos. Grafiktechnisch gesehen, da machen wir keine Vorwürfe. Das sieht blendend aus momentan. Also ziemlich alle meine Videos, wenn möglich, 60 FPS haben und in 1080p noch sind. Das hat ja heutzutage nicht einmal jeder. Gut, hier die 60 FPS, das ist mehr oder weniger eigentlich nur, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich hab gerade einen anderen Unfall gebaut. Jawohl, den haben wir gleich mitgenommen, wenn wir besser um die Kurve rumzukommen. Da kommt ein Auto auch noch, jawohl. Da kann man schütteln. Mal gleich ein wenig Zeit wieder rauskommen. Ein wenig Mikro geben, dass wir besser rumkommen. Und dann die rechte Seite nehmen, weil die ist nämlich kürzer wie die Länge. Das sehen wir nicht nur auf der Karte, das weiß ich auch auswendig. Also wie schon gesagt, ich kenne hier so ziemlich alle Straßenverläufe auswendig in dem Spiel, weil es eigentlich damals noch auf der PlayStation 2 gesuchtet bis zum Ende. Das war sozusagen mein erstes Need for Speed, das ich jemals gespielt habe. Auch mein erstes Rennspiel in der Hinsicht gesehen. Das war jetzt gerade schon wieder viel zu knapp. Ich sollte nicht so riskant fahren. Also muss ich mir abgewöhnen auf jeden Fall. Und entschuldigt auf jeden Fall, falls audiotechnisch das Gesamtspiel nicht passt momentan. Also das heißt zum Beispiel Hintergrundsound viel zu laut ist. Dann muss ich das bis zur nächsten Aufnahmesession nochmal ändern, weil ich nehme jetzt ein paar Folgen auf am Stück, weil ich heute gerade Zeit habe. Dann kontrolliere ich das meistens erst, wenn ich es hochlade, dann wie sich's anhört. Gut, vielleicht schaue ich auch dann jetzt direkt nochmal rein, ob es passt. Es dürfte etwas zu laut sein, glaube ich sogar. In der Hinsicht, so wie ich das sehe, ist einfach der Spielsound zu laut.
muss ich nach dem Rennen, nach dem Part dann ändern. Nach dem Part, wir haben ja schon 10 Minuten, ist ja schon wieder fast rum. Das war jetzt unbedingt nötig, ne, dass ich da reinkomme. Gehen wir mal ein wenig nieder, dass wir vom Fleck wegkommen. Oh Gott, da haben die Texturen geladen auf jeden Fall. Ja, das wollte ich dazu sagen. Zum Thema audiotechnisch gesehen. Ich will auf Dauer gesehen die ganzen Sachen jetzt auf jeden Fall überarbeiten. Auf jeden Fall, es soll vorangehen. Das habe ich geplant. Wie genau, das ist noch nicht fest. Oder was demnächst kommen soll auf meinem Kanal. Tut eben klar sein dürfte, dass auf jeden Fall Anno 2205 kommt mittlerweile. Und City Skylines After Dark auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall klar, die zwei Sachen kommen. Da führt kein Weg vorbei. Ob jetzt zum Beispiel das neue Need for Speed kommen wird, das kann ich noch nicht sagen, weil ich mir selber noch uneinig bin, wie ich das sehen soll. Ja, lass jetzt immer in der Mitte wieder durchkommen. Ne? Darum fahre ich da nie gerne in der Mitte durch. Oder fährt man immer dagegen. Gut, ob das neue Need for Speed, was jetzt halt im November dann kommen wird, was hier auf dem Kanal Let's Play wird, weiß ich persönlich gesagt noch gar nicht. Es gibt nämlich da einige Punkte, die mich stören. Always on und das mit der jetzigen Tatsache schon wieder, dass man jetzt schon sich Aussagen über die DLCs spricht. Wahrscheinlich ist es jetzt abgestürzt, das Spiel. Ja, es sieht danach aus, dass es jetzt abgestürzt ist gerade. Gut, dann bis gleich.